Ich bin Hamdi Damani, ich bin Außenspieler und Publikumsliebling des SC Fortuna Köln. Köln ist meine Stadt. Ich bin hier geboren in Longerich und ich bin hier aufgewachsen. Mein Papa hat mich früher immer halt mit auf die Züge genommen. Das war halt von Anfang an klein, mein Bruder und ich. Wir haben dann angefangen, kölsche Lieder zu lernen und gesungen. Und da können wir die Kollegen fragen, wenn wir irgendwo sind, wo dann kölsche Musik, dann trallerche da runter. Das ist dann fühle ich mich so richtig heimisch. Ja, also ich habe dem Verein alles zu verdanken. Ich bin da groß geworden, ich habe jetzt sehr viele Spiele absolviert. Das ist mein absoluter Lieblingsverein. Ich habe das damals mit unserem Trainer, mit dem jetzigen Trainer Uwe Koschinat, habe ich das ja so kommuniziert, dass ich eine neue Herausforderung möchte. Das heißt, ich wollte auch ins Ausland oder ich wollte irgendwas Neues erreichen oder mal schauen, wie weit ich komme, damit ich mir halt später dann irgendwann nicht mehr vorwerfen kann, ich hätte es nicht versucht. Wir waren in Gesprächen in Belgien, ich habe ein Probetraining in Holland absolviert. Es hat aber nicht so geklappt, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Ja, die Viktoria-Zeit, also ich habe das schon immer gesagt, die Zeit bereue ich nicht, weil das war meine größte Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Also ich habe, glaube ich, in dieser Saison, die ich noch nicht mal komplett dort war, halt drei Trainer erlebt. Ich war halt auch verletzt, ich hatte mit Verletzungen dort zu kämpfen. Ja, und dann letztendlich hat es dann halt so aufgehört, dass es halt eine extreme Enttäuschung war. Man hat halt viele Träume, Wünsche und man denkt immer, das geht halt alles so leicht. Aber wenn man dann mittendrin ist und man hat halt keinen Vertrag, dann sieht das schon anders aus. Dann denkt man schon anders über die Sache und weiß man halt zu schätzen, was man auch hat dann. Also was wir erlebt haben jetzt in meiner zweiten Amtszeit, sage ich mal, ist auch schon, kann man nicht vergessen. Das ist schon emotional sehr stark halt. Dritte Liga ist schon wirklich ein Highlight, sag ich mal. Das haben wir im ersten Jahr, haben wir es Gott sei Dank geschafft. Und im zweiten Jahr gab es halt viele Höhen und Tiefen. Dann geht es halt immer bergab und bergauf. Und über die Jahre gesehen wäre es natürlich mal schön, wenn wir dann nochmal einen Step nach vorne machen könnten. Das wäre schon noch ein Traum, ja.